So ein goldener Blick wäre toll, um zu wissen, wen man schon ausgenommen hat und wen nicht. Ich habe übelst viele Ideen für Spiele in letzter Zeit. Moment mal. Bum, bidum, bum, 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 bum. Leben entdecken. Nein, Gleichgewicht. Hier. So. Ich bin jetzt erstmal weg. Farkas, du schaffst es schon. Ne, Moment. Wunden schließen sind hier. Boah, ich hab beinahe gestorben. So. Ich will jetzt nicht nochmal so ein... Oh Gott. Ich muss schon ein bisschen aufpassen und es ein bisschen häufiger benutzen. So, okay, es könnte losgehen. Verbrennen. Und nochmal, weil es so schön war. Goodie. Ich glaube, die hatten wir schon. Ach, egal, die haben eh nichts Besonderes. Hm, eine Juwelenkette. Oh, habe ich die mitgenommen? Ja, habe ich. Okay. Oh, da war Gold dabei. Ich weiß nicht, ob wir hätten schon hier rausgehen können oder nicht. Aber anscheinend war hier ein Trauge, der das hätte versperrt. Und daher müsste man hier wirklich kämpfen. Ist jetzt zumindest meine Idee. Ich kann es jetzt dummerweise nicht anders beweisen. Und wir haben endlich einen Feueratem. Und Illusion auf 71. Juhu. Ach, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wenn ich angefangen habe. Mann, bin ich blöd. Und da will ich jetzt keine Bestätigung hören. Endlich den Ausgang. So, was ich jetzt nochmal gucken will, ist der Drachenschrei. Aura flüstern. Deine Stimme ist kein Schrei, sondern ein Wispern. Super. Genau, das wollte ich ja sowieso mal ausprobieren. Lass! Alter, das wurde arschdunkel. Cool. Oh, ich kann ihn sogar heilen. Heilung anderer. Oder heilen der Hände, hier. Halt bei Zielen, die keinen untoten Adrenalin sind, so und so viel. Gut, nimm mal das. Hey, das war gut. Okay, wie viel haben wir jetzt bei Wiederherstellung? Es ist beim R. Okay, und jetzt warten wir mal kurz. 21, 22, 23, 24, 25. Na, ist immer noch ungefähr so weit. Gut. Was ich aber noch machen wollte, war nicht das Aura flüstern, sondern der Feuerarte. Wow! Es geht mal ab. Moment mal. Wiederherstellung, Zerstörung, bla. Firespells, du. Ah, schade. Da weiß ich jetzt nicht, ob damit auch der Feueratem gemeint ist. Wahrscheinlich aber eher nicht. Muss verbrennen, hier ist verbrennen. Gut, und Speicher. Ah, nee, Moment. Wirbelwind Sprint. So. Nicht, dass ich aus Versehen sprinten will und auf einmal setze ich eine ganze Stadt in Brand. Das ist nämlich nicht mein... Naja, jetzt zumindest nicht. Nicht mein Anliegen. Ja, klar. Man ist natürlich hier bei Skyrim, da kann man natürlich alle Töpfe wegkicken. Wo ist denn der Ausgang? Hier. Low Forest. Himmelsrand. Und jetzt kommt irgendwas Schönes. Die Pferde Himmelsrand sind robust und kräftig. Was ihnen an Schnelligkeit fehlt, machen sie durch ihre große Ausdauer wieder wett. Ui. Mordekaiser Nummer 1. Wei, 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 wei. Niemand da, der sagt, hey, schön gemacht. Wundervoll. Niemand klatscht. Ich höre das immer noch. Dieses. Wei. Wei. Ich weiß nicht, wo das ist, wo das herkommt. Mal gucken, ob ich treffe. Nee.
Na gut. Dann lassen wir den Riesen in Ruhe. Aber wieso höre ich das jetzt immer noch? Hier muss doch in der Nähe irgendwo was sein. Ah, aber okay. Lassen wir die so sein, wie sie gerade sind und gehen zurück. Und die Schriftrollen erzählten, ja, bla bla bla, Lied des Drachenbluts. Vor allen Dingen kann bloß der die Drachen töten. Klar. Als ob so ein toter Drache so schlimm ist. Ob der sich heilen könnte? Ich weiß es nicht. Aber gut. Stecken wir erstmal alles weg und wieder die Schnellspeisetaste. Ich habe hier Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Naja, ich will ja nichts. Moment. Hat die sowas wie Dietriche? Nein, die verkauft die nicht. Schade. Oh, Bier. Das kann weg. Das sind Müll-Items und Essens-Items. Gekrillte Hühnerbrust kann auch weg. So. Hysterie, Massenlähmung und Sturm kann auch weg. Essenz der Magieresistenz kann weg. Frostbissgift kann weg, weg, weg. Habe ich denn hier oben noch? Ne, da ist nichts weiter. Wundertrank des Heilers, brauchen wir nicht. Krankheitsheilung lassen wir mal noch. Das hat uns schon gut geholfen. Dieses eine Quest, das war schon toll. Hm, ja, war schön. War schön. Klingendorf, bla, Nesselfluch, bla. Silberschwert wollten wir ja entzaubern, um mal zu gucken, was man da alles so machen kann. Apropos. 371. Amulett von Satal, Schatzstil. Genau. Jetzt werden wir mal noch diesen ganzen Rüstungsmüll verkaufen, den wir aufgesammelt haben, aus Versehen. Oh ne, das ist verkaufen. Ich will ja verkaufen. Nicht, dass wir wieder diesen einen kleinen Fehler begehen. Goldes Amulett, nein. Goldene Juwelenheitskette kann weg. Weiß ich nicht. So. Smaragd kann weg. Blitzresistenz kann weg. Meistrobe der Veränderung kann. Ist nicht wahr jetzt. Amethystring kann weg. Silberring kann weg. Bögen. Große Schießkunst. Na gut. Mhm. Dann. Ah nee. Was ich noch machen wollte. Hier wollte ich noch diese beiden Questgegenstände reintun. Opferung. Klinge zur Opferung kann ich auf alle Fälle irgendwo hin tun. Ich weiß noch nicht wo. Wahrscheinlich hier in den Schrank. Lederhelm, Ebenerzmagierrüstung, bla bla bla. Hab ich denn sonst noch irgendwas für Waffen? Nö. Ist mir nichts Besonderes eingefallen. Egal. Dum, 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 dum. Da, da, da. Nesselfluch, nee. Klinge der Opferung. Ach, scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ich die Quest schon richtig beendet. Ach, ich lasse die nochmal drinnen. Ich bin. Obwohl, Nesselfluch vielleicht. Den Nesselfluch, der hat ein Gewicht von 10. Eisenschwert von Garol. Keine Ahnung, was das ist. Das muss ich wahrscheinlich irgendwo hinbringen. Hm. Naja. Lass uns halt mal alles drin. Ey. Bei diesen ganzen Waffen bin ich mir gerade richtig unschlüssig. Ja. Magier wie aus dem Nichts auftauchen. Immer. Seht euch noch gründlich um. Ich bin mir sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Was benötigt? Werft einen Blick drauf. Ich bin mir auch sicher, dass ich das finde, wonach ich suche. Sonst werde ich ja nicht suchen. Nein! Ah, scheiße. Ich will das doch nicht. Die hat nichts. Wieso hat die nichts? Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Na dann, mach mal wieder ein paar kleine Tränke und dann wird verkauft. Zutaten. Ne, Moment. Gesundheit wiederherstellen. So. Ne, Magika wiederherstellen. Genau. Weil Magika wiederherstellen ist jetzt wirklich ziemlich günstig. Und Gesundheit. Ich kann nichts mit Gesundheit wiederherstellen. Das ist ja mal blöd. Ich habe Heilung. Hier noch ein bisschen. Und nicht so gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Hier noch das Ding. Ausdauer sinken.
Und das Ding. Ja, und ich kann auch ziemlich viele andere Sachen machen, ich weiß, aber... Das sind jetzt die ersten paar Dinge, die mir großartig einfallen und Faltenfedern. Stärkungsmittel, Salben, Umschläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust Ausdauer senken. Na komm, los, mach mal. Ich will wissen, was man mit dem Knochenmehl alles machen kann. Jump Hammers. Das funktioniert zum Beispiel nicht. Krankheiten heilen. Super. Und Alchemieband. Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu dienen. Ihr seht, gegen ihr seid alle also Krankheiten. An meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Es gibt nur einen Standardtrank, der Krankheiten wiederher... oder nicht wiederherstellt, heilt. So, dann mach das und Gesundheit senken kann. Weg. Ja. Er hat ziemlich wenig Gold gerade. Das ist unschön. Ausdauer wiederherstellen kann. Weg. Kann weg. 36. Ja. Lebt wohl. Ich war anscheinend so schnell weg und wieder da. Das ist irgendwie... ziemlich schnell ging. Gut, wir gehen jetzt nochmal hier hoch in die Drachenfeste. Gucken, was wir ent- und verzaubern können. Verkaufen das, was wir nicht ent- und verzaubern können. Ach Mist, und ich habe dieses Diadem noch nicht weggelegt. Wieso? Naja. Irgendwann wird es mir nochmal einfallen, dass ich das dämliche Diadem nicht brauche. Na komm, jetzt. Okay. Entzaubern. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ich fühle mich gerade echt ungut. So. Verzauberungen haben wir nicht wirklich gekriegt. In letzter Zeit was hat er zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Was hab eher ich zu verkaufen? Kynare. Na gut. Akatasch und Kynare kriegt man eigentlich immer wieder. Die beiden kann ich verkaufen. Und Kynare auch. Sartal bleibt bei mir im Inventar. Das ist immer noch günstig. Das behalte ich noch. Das nehme ich auch schön. Gauldos Amulett. Das behalte ich auch. Halskette Aufhebung kann weg. Hefnorak bleibt. Meisterrubel Veränderung bleibt. Ja, kann man verkaufen. Na schön, danke. Und da hat wieder keine Gegenstände. Super. Beziehungsweise kein Geld. Na gut. Machen wir jetzt fix das Quest zu Ende und dann schauen wir mal rein. Himmelsrand. Auch altes Königreich der... oder Vaterland genannt. Vaterland genannt. War der erste von Menschen besiedelte Teil Tamriels. Verfasse unbekannt die Provinzen von Tamriel. Okay. Was ist also mit dem Rest passiert? Oh nein, und jetzt habe ich auch noch nicht geguckt, was da gerade so als helfender kleiner Rat kam. Schade. Okay, da gehen wir mal dahin. Wir haben schon auf eure Rückkehr gewartet. Echt? Habe ich mir denn so viel Zeit gelassen? Kommt, folgt mir! Thomas, okay. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Ja, tut mir leid. Da kann man übrigens auf Tab drücken, da kommt man dann ziemlich fix ans Ende. Moment. Wohin sind die jetzt gegangen? Ach, alle stehen so hier hinten, na gut. So. Bevor wir das Ganze machen, werden wir hier wahrscheinlich nochmal ein kleines bisschen speichern und dann geht's los. Also dann, bis dann und ciao, ciao.